Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Knörig, Herr Schabedot, es ist ja löblich, dass Sie 32 Maßnahmen, die wir heute haben, aufschreiben, in einem Antrag sammeln und dadurch etwas beschreiben, was stattfindet. Das kann man nicht kritisieren, das ist sinnvoll, aber das ergibt natürlich noch keine Gesamtstrategie. Und Sie haben das Thema zum Beispiel Integration, Einwanderungsgesetz angesprochen. Wir haben das Jahr 2016. Sie schreiben in Ihrem Antrag, dass wir uns gezielt um die Integration von Ausländern in den Arbeitsmarkt kümmern müssen, um Einwanderung. Und jetzt diskutieren wir erst darüber, ob wir vielleicht im nächsten Jahr ein Einwanderungsgesetz kriegen. Das zeigt doch die ganze Misere, dass wir bei den Grundlinien eben nicht vorankommen, was Fachkräfte angeht, sondern dort eben im Hintertreffen sind. Und wir können ja uns das weiter anschauen, zum Beispiel das Thema Frauenförderung. Sie haben das ja auch in Ihrem Antrag beschrieben mit den Maßnahmen, auch die Linke hat es angesprochen, die vorhanden sind. Wir haben da ein Defizit, aber wir geben eben auch, nicht wir, sondern die Bundesregierung, die falschen Signale. Sie haben das Betreuungsgeld ermöglicht. Gestern hat die bayerische Staatsregierung das erneut beschlossen. Das Geld fließt aus dem Bundeshaushalt dafür. Das sind doch nicht Signale dafür, dass wir mehr Frauen in den Arbeitsmarkt reinkriegen. Das sind Signale dafür, dass mehr Frauen zu Hause bleiben sollen. Also auch das ist also von der großen Linie nicht der richtige Ansatz. Und der nächste Punkt. Sie schreiben in Ihrem Antrag, ältere Erwerbspersonen müssen länger im Arbeitsleben eingebunden werden. Auch das begrüßen wir. Skandinavische Modelle. Anschauen, was passiert. Aber was haben Sie gemacht? Sie haben die Rente mit 63 eingeführt. Also auch das ist ein Signal, wo ich nicht sagen kann, das ist konsistent in dem, was Sie 32 Einzelmaßnahmen haben. Und die großen Linien, die funktionieren dann eben nicht. So, jetzt ist es bei mir so, ich habe ja die Ehre als bayerischer Abgeordneter der Grünen, wo wir uns es noch nicht ganz gelungen ist, alle Wahlkreise zu erobern in Bayern, nicht nur München zu vertreten als hochleistungsdynamische Region, sondern auch das ländliche Oberpfalz und Unterfranken. Und ich kann sagen, die Herausforderungen oder die Frage, gibt es einen Fachkräftemangel, die sind natürlich sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, per se kann man nicht sagen, dass es einen Fachkräftemangel gibt in Bayern, schon gar nicht. In Teilen der Region Ostdeutschlands vielleicht schon, aber es gibt natürlich Herausforderungen. Und die Herausforderung, eine Erzieherin in München zu halten, bei den Wohnungseinheiten, die man dort zu bezahlen hat, ist eine andere Herausforderung, als in der Oberpfalz sich um eine Industrieregion zu kümmern, die dringend Ansiedlungen sucht, oder in Unterfranken zu schauen, dass wir die Industrie, die vor Ort ist, dort ihr Weiterentwickeln mit erneuerbaren Energien zum Beispiel gewährleisten kann. Und darum muss man sich kümmern, um diese Rahmenbedingungen. Denn wenn man mal nachfragt, zum Beispiel beim DIHK, dann beschreiben die natürlich schon, und das findet man, wenn man Unternehmen vor Ort ja besucht, immer wieder vor, dass Unternehmer schon auch sagen, wir können unser Stellenprofil nicht besetzen. Das wird bei den Nachfragen auch rauskommen. Auch das Mittelstandsbarometer sagt das. 62% der Betriebe können freie Stellen nicht besetzen. Muss man jetzt genau hinterfragen, woran das liegt. Liegt es daran, dass qualifiziertes Personal nicht vorhanden ist? Oder liegt es vielleicht auch daran, Sie sagen es, dass die Bezahlung zum Teil nicht stimmt, dass wir einfach auch in dem Bereich der Löhne ein Problem haben, dass Menschen auch sagen, wir orientieren uns eben in die Zentren, wo was gezahlt wird. Und wenn nichts gezahlt wird, wenn der Wettbewerb so hart ist, dass die Löhne nicht stimmen, dann komme ich da auch nicht hin. Und auch das gehört zur Situation, wenn man Fachkräftemangel beseitigen will, muss man eben auch gerechte Löhne in der gerechten Industrie, in gerechten Mittelstand schaffen. So, und dann kommen wir noch zu dem Thema, was uns ja sehr lange bewegt hat, und das ist die Frage der Flüchtlingsintegration. Und ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, dass durch den Zuzug von Flüchtlingen, der ja nicht erfolgt ist, weil diese Menschen kommen wollten aus Gründen der wirtschaftlichen Seite, sondern weil sie kommen mussten aus Krieg und Vertreibung, dass das jetzt die wirtschaftliche Chance per se ist. Das halte ich für überhöht. Aber Sie müssen natürlich schon darüber nachdenken, dass wir heute investieren müssen in diese Köpfe mit Sprachkursen, mit Angeboten, damit da morgen was draus wird. Und das geht, weil die Menschen, die da sind, die wollen was tun, denen müssen wir was geben. Und die Chancen sind ja da auf einem Arbeitsmarkt mit Rekordbeschäftigung von 43,4 Millionen Sozialversicherungsbeschäftigten, die wir heute haben. Also wir können das schaffen. Und wenn man das in die Zukunft denkt und vielleicht auch mal andere Länder anschaut, die USA beispielsweise, wie haben die ihr Wachstum über die Jahrzehnte geschaffen? Durchaus auch mit Einwanderung, Zuwanderung. Leider aber in dem Fall, und da ist das Soziale wieder, immer in den unteren Lohnbereichen. Und das ist nämlich genau der Punkt. Also wir brauchen eben stabile Löhne, ein gutes Umfeld für die Wirtschaft und eine offene Volkswirtschaft und nicht die Signale, die wir in den letzten Monaten oft auch gekriegt haben, geschlossene Grenzen bis zu den
schon wirklich schlimmen Beleidigungen jetzt auch eines Nationalspielers. Das schafft ja jetzt auch ein Klima im Land. Das wird uns allen nicht dienen. Deswegen bitte ich Sie einfach, eine offene, vielfältige Volkswirtschaft ist auch eine Voraussetzung, dass wir gute Fachkräfte haben werden, Frauenförderung machen, die Flüchtlinge integrieren und einfach darauf schauen, dass wir bei den Löhnen auch stabil sind, dass die Menschen auch ein Auskommen haben. Dann kommt das alles zusammen und dann werden wir das auch schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Jana Schimpe, CDU-CSU-Fraktion.